So, guten Morgen, Kinders. RDLP hier und weiter geht's mit Maneater. Ja, im letzten Video haben wir nur halbe Sachen gemacht. Ich muss das hier noch fertig machen mit dem Atommüll. Hoch zum Verteiler. Nee, der Atommüll ist weg, aber der Verteiler ist. Keine Ahnung, was für ein Verteiler, ey. Ich kill einfach die Zackenbarsche, ja. Passt schon. So. Ja, wo muss ich denn da hin? Ja, man ist hier auch nur am Tauchen, ey. So, hier sind sie alle am Start, alle auf einem Haufen. Den kill ich erstmal, bevor der mir Probleme macht. Na toll. Das wollte ich eigentlich nach dem Fight öffnen. Na, ist egal. Ah, hier sind ein bisschen viele. Also irgendwie bringen die Zähne jetzt nicht so richtig was, habe ich das Gefühl. Hallo, was soll denn das die ganze Zeit? So. Ah, scheiße, Alligatoren und was nicht alles. Ah, fuck, den hätte ich killen können. So, den habe ich gekillt. So, der ist auch fast down. Ja, ist egal, ich muss jetzt zu den Zackenbärschen. Ja, ich habe eh schon Level 5 oder so. Also, das läuft auf jeden Fall hier. So. Ja, die sind halt super easy zu killen, einfach weil die sich nicht wehren. Komm schon. Bam! Ja, mit meinen geilen Elektrozähnen. Gibt's das in der Natur? Bestimmt. Ja. Ich wurde noch nie vom Hai gebissen. Habt ihr da irgendwie mal Erfahrungen gemacht? Vielleicht sind hier ja irgendwelche Surfer aus Australien am Start. Ja, da wird man doch safe alle zwei Jahre mal gebissen. Da gehst du so zu deinem Hausarzt. Mann, Willi, was ist denn mit dir passiert? Ah, lass mich raten, wurdest mal wieder vom Hai gebissen. Ja, Herr Doktor, Sie kennen es ja schon. Und dann verschreibt er dir erstmal Ibuprofen. Ja. Ach Gott. Dammit. So. Übernimmt das die Krankenkasse, wenn man vom Hai gebissen wird? Ich weiß es nicht. Das sind so die Gedanken, die mich zu dem Thema beschäftigen. Also vor würde ich nicht Surfer werden wollen, wenn ich nicht wüsste, dass die Krankenkasse das übernimmt, wenn ich vom Hai zerfetzt werde. Ey Mann, wo ist denn der hingespawnt? Erforderlich ausgewachsen. Na toll, da konnte ich noch nicht durch. Ja, wo sind denn diese ganzen. Boah, scheiße, ich werd. Mann, Alter! Ey, du Peniskopf, ich bin hier noch nicht fertig mit den Bärchen. Lass mich jetzt in Ruhe. Ja, lass mich eben die Bärsche vernichten, dann kümmere ich mich um die Menschen. Das ist ein Alligator, den lasse ich in Ruhe. Wenn ich schon in den Fight mit Menschen gehen muss, gleich dann. Na, soll ich das jetzt machen mit den Menschen? Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube, ich mache erstmal die Mission hier weiter. Warte. Wo sind denn die Missionen? Hier. Ja, ich wollte jetzt die Kneipenmission machen. Ja, erstmal die Kneipenmission. Die ist nämlich hier hinten. Ja, ich mache die Kneipenmission. Dann bringe ich die Menschen sowieso auf die Palme. Dann kann ich das direkt verbinden. Ah, shit. Jetzt muss ich erstmal zurück den Weg finden. Lalalala. Überall sind Menschen. Ja, wie schwimme ich denn da am besten? Wo bin ich überhaupt? Hier, ne? Okay. Oh, shit. Ich bin gestrandet. Oh mein Gott, jetzt mach's nicht so spannend, mein lieber Hai. Hä, bin ich denn da durchgekommen? Boah, ich kann mich nicht erinnern. Ist schon ein Video her. Das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Ja, hier vorne muss ich durch, genau. Da war so eine Sprungschanze. Ja, hier muss ich rüber jumpen. Bam. Alter, habt ihr das gesehen? Ich kann Hochsprunghai werden bei Olympia. Das wird super. Falls das nichts wird mit der Kannibalismuskarriere und dem Ozean übernehmen, dann gehe ich einfach zu Olympia. Ja, das geht. Das gibt's bestimmt im Ozean, ja. Olympia für Fische. Ich meine, die wollen ja auch Unterhaltung haben im Ozean, ja. Die können ja nicht den ganzen Tag nur rumschwimmen. Ah, scheiße, ich tauche mal lieber. Weil da ist so ein Schiff. Weil ich glaube, das ist ein Jäger.
Das ist ein Alligator, den lasse ich in Ruhe. Außer der greift mich an, dann kriegt er natürlich sowas von auf die Fresse. Aber dann ist es ja Selbstverteidigung. Alter, hier sind ja 10 Millionen Alligatoren. Die lassen da noch nicht in Ruhe. So, frisst 10 Menschen auf. Das soll die Kneipe sein, das ist ja absolut lächerlich. Na, Menschen beim Saufen stören ist auch schon irgendwie asozial, aber was soll ich machen? Wieso schwimmen die hier überhaupt? Ihr sollt saufen an Land. Ja, es tut mir auch leid, Leute, aber besoffen im Wasser rumplanschen, wenn hier Hai-Alarm ist, ist auch keine so gute Idee. Ah, schon wieder so eine fette Wachtel. Mein Gott, ey, da kannst du ja eine Hai-Familie von ernähren, von der. So. Lalalala. Wie komme ich denn da hoch? Naja, das wird nichts. Ich greife erstmal die an, die im Wasser rumplanschen. Da müsste ich nämlich Anlauf nehmen, um da hochzukommen. So. Da planschen nämlich noch so einige im Wasser. Zum Beispiel der Typ da. Gut, der planscht nicht im Wasser, aber der... Na, ich bin zu dämlich. Mein Hai ist zu dämlich. Zeit. Die Fische interessieren mich jetzt gerade nicht so. Ich muss erstmal die Menschen hier killen. Die halten aber ganz schön viele Bisse von mir aus, habe ich so ein Gefühl. Also ich glaube, im echten Leben, wenn du einmal vom Hai gebissen wirst, dann war's das mit dir. Alter, wer hat mich jetzt abgeschossen? Ah, toll, die greifen mich an. Wollen die mich mit ihren Fäusten niederkloppen oder was? So. Ah, shit, du Schwanz. Ich bin hier noch nicht fertig. Einen muss ich noch essen. Unterbrich mich hier nicht. Oh, Mann. Hallo, ich bin noch nicht durch mit dem Laden hier. So, da hinten ist noch ein Mensch, den ich futtern kann. Ja, einmal schön ausweichen. So, da ist ein Mensch, den kill ich. Ich hätte schwören können, dass ich schon 10 gefuttert habe. Naja, egal. Fress ich den Fettsack noch ihm auf. Das heißt, es sei eine Touristenfalle, aber es ist der einzige Ort, an dem ich noch bedient werde. Salem. Dann mache ich das jetzt eben, dann hole ich gleich direkt den zweiten Kopfgeldjäger an den Start. Wenn ich hier schon mal bin mit den Menschen, dann kann ich das auch direkt erledigen. Ah shit, ich dachte, den hätte ich geschnappt. Ja, ich werde schon routinierter in diesem Spiel, mittlerweile läuft das eigentlich. Ah fuck off, wieso... Ah... So, erstmal den hier fressen. Also ich hätte auch absolut keinen Bock auf Kopfgeldjäger für Haie. Das wäre mir echt zu viel Gefahr. So. Ja, how about this, ey? Du hast gar keine Chance gegen mich. Na, ich fresse euch alle nach einzeln auf, nacheinander. Setz dich ran. Hä? So, ich hab neue Ziel. Das ist ein Jäger. Das sieht mir eher aus wie so ein McDonald's-Tester, so fett wie der ist. So. Sind hier noch irgendwo Menschen? Ja, vorhin da hinten kommen, glaube ich, welche. Da. Ah, shit. So, erstmal ein paar Special Moves an den Start bringen. Ja, kommt die jetzt mal, die Kopfgeldjägerin? Wie viele soll ich denn hier noch killen? Ich lösche gleich die gesamte Population von den Menschen aus, wenn das so weitergeht. Ja, der ist ein bisschen groß, habe ich das Gefühl. Ja, ich komme an Land, gut. Beziehungsweise aufs Schiff. Da ist auch noch ein Mensch.
Ja, man sieht halt auch nicht so richtig, wie viel Leben der noch hat. Doch, hier. Ah, okay. Also geht's. Ja, ich beiß das Boot kaputt. Das geht schon. Beste Taktik. Einfach ein paar Mal draufbeißen und so ein Boot stirbt. Ja, das ist schon sehr realistisch. So, jetzt gehen sie nämlich alle unter. Warte, ich warte, bis die auf der Oberfläche ist, sich sicher fühlt und dann fresse ich sie auf. Richtiger Arschloch-Move. Ja, komm, die hat rote Haare, die muss ich natürlich auch auffressen. Sowas Seelenloses will ich hier nicht im Wasser rumplanschen sehen. Gejagter Alligator. Soll ich mich... Nee, ich mache jetzt erstmal das mit den Menschen. Ja, ich hab dein Bein, ja. Ja, hallo, wieso kommt die jetzt nicht an den Start, die Kopfgeldjägerin? So, hier sind noch mehr Menschen. Die Suche geht nämlich bergab. Ja, ich muss mehr Menschen futtern. So, erstmal das Lagerfeuer hier stören. So, den führe ich erstmal ins Wasser. Ja, ich weiß wohl, dass ich nicht an Land darf so lange. Ich bin ja kein Idiot. Wie die auch einfach stehen bleiben, die Menschen. Anstatt jetzt wegzurennen, nachdem ich schon 5 von denen verputzt habe, bleiben die da einfach stehen. So, die Frau gönne ich mir auch noch zum Nachtisch. So, 10 Menschen, 6 habe ich. Gut. Lecker Schmecker. Fein Abendessen. Ich bin ja Massephase, meinte der Erzähler ja vorhin. Da muss ich auch was zwischen die Beißer kriegen. So. Oh Mann, ist das Spiel brutal. So richtig sinnlose, brutale Action hier. Finde ich gut. Ich bin kein Ornithologe, aber ich denke, es ist wahrscheinlich keine gute Idee, sich in die natürlichen Migrationszyklen der Flamingos einzumischen. Ich meine nur. Ich muss noch mehr fressen, damit die mich suchen. Das ist doch scheiße. Ja, ich krieg den Kopfgeldjäger irgendwie nicht zu fassen. Ja, die Suche bricht schon wieder ab. Ich müsste halt mehr von den Booten holen. Ja, dann greife jetzt den Alligatoren an. So, Überraschungsangriff, was will er tun? So. Ah shit, der holt gleich seine Family und dann bin ich voll am Arsch. Ah, ich muss hier weg. Ah, fuck off, der hat mir voll auf die Fresse gegeben. Ah, gegen Alligatoren habe ich immer noch keine Chance irgendwie. Muss mich erstmal heilen. So, da ist auch noch einer. Das ist aber nicht der gejagte Alligator, den brauche ich jetzt nicht. Naja, dann greife ich erstmal wieder Menschen an. Ich will einfach diesen zweiten Kopfgeldjäger jetzt am Start haben. Ja, wie viel hält denn das Schiff aus? Ah, wer hat mich denn jetzt schon wieder angegriffen hier? Alligator, ey, kann er mich nicht in Ruhe lassen? Ich habe jetzt keine Zeit mit dem zu spielen. Ha. Ja, irgendwie kriege ich die Bedrohung nicht hin. Ich fresse die ganze Zeit Menschen und... Irgendwie passiert nichts. Ja, ich glaube, ich muss echt mal diesen Hai killen. Diesen Alligator da hinten. Da nützt ja nichts. Es sind ja sehr viele Alligatoren. Oh, fuck off, der hat mir auf die Fresse gegeben. Erstmal. Ah, fuck. So, was ist denn jetzt meine nächste Mission hier? Zackenbarsch-Dynamik. Erstmal auf die Karte schauen. Ja, dann mache ich das jetzt erstmal. Ja, ist ja die nächste Story-Mission.
Ja, komm, wir machen das. Ich bin auch direkt in der Nähe, das geht schon. Auf den Hai scheiße ich jetzt erstmal. Ich meine auf den Alligator scheiße. Kommt die ganze Zeit durcheinander. Ja, irgendwie habe ich es noch nicht geschafft mit Bedrohung. Es wird schon im nächsten Video. Da bin ich ganz optimistisch. So, ich muss irgendwie da hinten hinkommen. Weiß schon wieder kein Mensch, wie man da hinkommt. Älteres Tier. Ja, aber da komme ich nicht durch. Töte 10 Zackenbarsche. Ja, witzig. Ah, der verfolgt mich schon wieder so ein Alligator. Da verfolgen mich zwei Alligatoren. Ey, fresse ich erstmal Menschen. Jetzt schnell ins Wasser. Oh Mann, Alligatoren. Du erstickst. Na toll. Na toll. Ich komme nicht zu den Zackenbärschen hin. Es sind echt zu viele hier. So, da chillen auch schon wieder welche. Vielleicht kriege ich die Bedrohung ja doch noch hin. Ich kill jetzt einfach diese drei Leute da. Na toll. So, da ist auch noch ein Schiff. Das bringen wir auch noch eben um die Ecke. Ich glaube, ich komme nicht zu den Zackenbärschen hin. Ich glaube, ich muss da erst ein älteres Tier für sein. So, endlich werde ich gesucht. Ah, fuck off! Bobby Bojangles. Wo ist er denn? Was? Achso, ich dachte, ich bin gestorben. Also, sie ist erstmal am Saufen. Total besoffen ist die Alte. Ich dachte schon, wie kann ich gestorben sein? So ist das, Bobby? Oh Mann, Bobby, du alte Schachtel. Du stirbst jetzt. Bam, Bobby ist tot. Ja, die haben es irgendwie nicht so auf dem Kasten. Habe ich die jetzt gekillt? Die Bobby? Ja, habe ich. Gut, dann gehe ich jetzt, glaube ich, in meine Höhle erstmal. Ja, um mich aufzuleveln. Was kriegt man denn für eine Belohnung von der? Herzlich. Hä? Herzlich. Ah ja. So, wo ist denn meine Grotte? Hier ist die. Wäre es eines Kampfes nicht möglich? Oh, scheiße. Na, ich verpiss mich erstmal. Ja, ich muss warten, bis die Suchanzeige weg ist. Ich habe erstmal genug Aufsehen für einen Nachmittag erregt hier. Genug Menschen gefressen. Ja, wie man zu diesen Bärchen hinkommt, das weiß ich nicht. So, erstmal Leben gegönnt. Na toll, ich hätte ihn nicht angreifen sollen. Alles gut. Manchmal weiß man, wann man verloren hat. So, die Suchanzeige muss eben runtergehen. Da kann ich nämlich Schnellreise machen und mich aufleveln. So, gleich ist es geschafft. Bam. Gut. Die Jagd ist vorüber. Aber dies ist nur eine Verschnaufpause. Mit ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Na, das kann ich mir vorstellen. Ich nehme mich schon wieder neue an. Während eines Kampfes nicht möglich, ich kämpfe nicht. Ich kämpfe nicht, Spiel. Ich bin außer Gefahr. Was heißt denn während eines Kampfes? Ich bin gar nicht im Kampf drin.
Was will denn das Spiel jetzt von mir? Dann mache ich einen Wegpunkt. Dann schwimme ich da kurz hin. Wenn das Spiel so bescheuert sein will. Ich bin überhaupt nicht im Kampfmode. Alles gechillt. So. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie man in die Grotte kam. Das habe ich total vergessen. Ist das jetzt auch das Richtige, was ich ausgewählt habe? Ja, ja, ja. Ich bin auf Kurs. Ich bin auf Kurs. So. Lalalala, erstmal tauchen. Ich weiß echt nicht mehr, wie man... Da! Gut, ich habe natürlich diese Markierung, die hilft natürlich ungemein. So. Gut, dann gucken. Ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs. Herzlich. Diese Evolution erhöht deine Gesundheit und deinen Widerstand gegen Nahkampfangriffe von... Okay, ja, das nehme ich doch direkt. Gut, dann habe ich jetzt richtig krassen Hai, der Schüsse und Schläge von den Menschen aushält. Ja, da bin ich nämlich am meisten immer mit verreckt. Warte, den fress ich auch noch eben. Der hat hier nichts zu suchen in meinem Zuhause. Boah, ich bin ein richtig krasser Hai geworden. Zieht euch das rein. So, der will auch noch Stress, ey. Was geht denn ab? Die haben ja gar keine Chance mehr gegen mich. Ah, fuck off, der hat überlebt. Ein Alligator, ne, den kill ich jetzt nicht. Wie sieht's jetzt eigentlich aus? Wie viel habe ich denn schon von der Story geschafft jetzt? 31%. Und ich spiele das gerade mal 10 Minuten gefühlt. So, da wär's das für dieses Video. Nächsten Video, vielleicht killen wir dann schon den nächsten Kopfgeldjäger. Es geht ja auch rückig zucki hier. Bis dann, NLP. Ja, den muss ich auch killen. Guck mal, wie böse der aussieht. Schnuckelbaul, ey. Das gibt's doch nicht.